Ich brauche minimale Hitzeentwicklung und Geschwindigkeit. Meine Leistungsanforderungen sind extrem hoch. So, das habe ich mal gekauft. Biotischer Schaden könnten wir eigentlich auch kaufen. Wir haben jetzt ein bisschen Geld. Ach, weißt du, was soll's? Wir kaufen mal alles. Haben mal wieder ein bisschen Geld ausgegeben. So. Aber haben uns ein bisschen verbessert. Biotischer Schaden ist hochgegangen. Und damit sollten wir jetzt ein bisschen mehr Schaden machen. Vielleicht haben wir damit jetzt auch gerade mit der... Sicher muss er auch sein. Ich brauche für jede Komponente meines Anzugs eine 100%ige Sicherheitsgarantie. Fertig. Dieser Volus macht mich fertig. Ja, und vielleicht haben wir damit jetzt auch irgendwas freigeschaltet, irgendwelche Grundvoraussetzungen, um selbst wieder was erforschen zu können. Kann ja auch sein. So, wir gehen erstmal hier hin, denn hier müssten wir eigentlich Mirandas Auftrag erledigen können, wenn ich mich nicht ganz dolle irre. Und hier kommen wir in eine Bar rein. Und hier gibt es auch eine sehr lustige Asari. Wir finden schon eine Lösung. Keine Sorge. Keine Sorge? Sie reden hier immerhin von meinem Leben. Sie haben den Zwangsarbeitsvertrag unterschrieben. Damit trage ich die Verantwortung für Sie. Also keine Sorge. Ach stimmt, die arme Quarianerin hier, die hat aus Versehen so einen Vertrag unterschrieben. Uns wurde ja schon geraten, unterschreiben Sie keine Verträge ganz leichtfertig. Ich glaube, Tali wird das nicht so geil finden. Vielleicht können wir da was machen. Schon okay. Ich überlege mir was. Sie haben gesagt, Sin IQ würde mich kaufen. Sie haben gesagt, es gäbe keinerlei Probleme. Ich hatte angenommen, dass Sie einen VI-Tag brauchen würden. Hallo? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sie lassen die Sklavin gehen. Sofort. Wir bevorzugen den Begriff Zwangsarbeiter. Und ich weiß, dass die Menschen wegen der batarianischen Sklavenhändler berechtigte Vorurteile gegen die Sklaverei haben. Bevor Sie vorschnell etwas unternehmen, sollten Sie wissen, dass die Quarianerin freiwillig unterzeichnet hat. Und dass Ihr Vertrag auf Ilium völlig legal ist. Wenn Sie der Quarianerin wirklich helfen wollen, überreden Sie den Vertreter von Sin IQ dazu, Ihren Vertrag zu kaufen. Warum hat sich diese Quarianerin zur Sklavenarbeit verpflichtet? Börsenspekulationen. Ich kann gut mit Zahlen umgehen und dachte, ich könnte dadurch unbegrenzt Geld verdienen. Ich habe alles verloren. Mein Kreditrahmen wurde gesperrt, also habe ich mir illegal was geliehen. Den Rest können Sie sich denken. Als Teil unserer Abmachung habe ich Ihre Schulden beglichen. In 5 Jahren kann sie ein neues Leben mit ausgezeichneten Empfehlungsschreiben anfangen. Klingt gut. Außer Sie verlieren Ihre Unterlagen oder finden einen Grund, sie länger festzuhalten. Alle Verträge werden von den Behörden auf Ilium überwacht. In einem Fall, wie Sie ihn skizzieren, läge die Beweislast bei mir. Kein System ist perfekt. Aber es gibt Maßnahmen zum Schutz aller Beteiligten. Wenn Sklaverei legal ist, warum versuchen Sie dann, die Quarianerin zu verkaufen? Ich selbst halte keine Arbeitsverträge. Ich bin Vertragsmaklerin. Ich hatte gehofft, Syn IQ würde die Chance, einen fähigen VI-Tech zu kriegen, sofort nutzen. Aber Sie haben mir nicht mal ein Angebot gemacht. Warum behalten Sie sie nicht, wenn sie technisch so gut ausgebildet ist? Die strikten Anforderungen bei Quarianern, was Gesundheit und Ernährung angeht, machen sie im Unterhalt sehr teuer. Ich mache bestenfalls einen minimalen Gewinn. Für häufige Anzugreparaturen und Reinräume fehlt mir das Geld. Was geschieht denn, wenn Syn IQ mich nicht nimmt? Es gibt immer eine Lösung. Ich werde mich um sie kümmern. Alter, im Unterhalt. Das klingt, als ob sie ein Haustier wäre. Sklavenhandel ist also legal auf Ilium? Die Zwangsarbeit dauert eine vertraglich festgelegte Laufzeit. Oder bis bestimmte Voraussetzungen in beiderseitigem Einvernehmen erfüllt sind. Ilium muss sämtliche Verträge genehmigen. Es ist gesetzlich festgelegt, welche Einschränkungen und Strafmaßnahmen erlaubt sind und für welche Arbeiten ich sie einsetzen darf. Ich bin außerdem vor dem Gesetz für ihr Verhalten und ihre Gesundheit verantwortlich. Missbrauch ist streng verboten. Und wenn ich sie kaufe? Ich könnte sie freilassen und alle wären zufrieden. Ein edles Angebot mit 3 Pferdefüßen. Erstens, ihre technische Ausbildung bedeutet einen Vertragswert von mehreren 100.000 Credits. Außerdem fällt eine Gebühr an, wenn man mich vor Ablauf der Vertragslaufzeit freilässt. Richtig. Und drittens sind Sie eindeutig ein Reisender. Und laut Vertrag muss sie auf Ilium bleiben. Ich will nicht, dass man mich irgendwo in eine Mine steckt. Tja, das funktioniert also nicht, aber wir können vielleicht noch irgendwas anderes aushandeln hier. Ich rede mal mit dem Vertreter von Sin IQ. Mal sehen, was sich machen lässt. Wirklich?
Danke, das wäre großartig. So, den müssen wir bloß finden, den Vertreter von CineIQ. Ich hoffe mal, der wird irgendwo... Okay, er steht gleich hier auch mit drin. Da haben wir ihn schon. Oh, schon in Ordnung. Unsere Aminosäuren sind völlig anders. Deshalb werden wir auch nicht krank oder so, wenn wir ungeschützt unterwegs sind. Und ich sage dir, genau deshalb solltest du nicht mit Menschen ausgehen. Dann musste ich ihm den Austausch von Körperflüssigkeiten zwischen verschiedenen Spezies erklären. Die Stimmung war natürlich im Eimer. Zumal du eine Quarianerin bist. Wie konnte er nur so unsensibel sein? Ja, die beiden hier, die sind Freunde, soweit ich das in Erinnerung habe. Und bei Quarianern und Turianern ist es so, die haben eine andere DNA, glaube ich, oder einen anderen DNA-Stamm. Alle anderen Spezies haben, ganz ähnlich wie die Menschen, einen DNA-Stamm, zumindest von den Grundbestandteilen her, also auch Desoxyribonukleinsäure. Und bei denen ist es aber, glaube ich, noch irgendwie ein bisschen anders gewesen. Ich kann mich aber nicht mehr genau daran erinnern. Das gilt für Turianer und Quarianer. Deswegen essen die, glaube ich, auch beide was anderes als die anderen Alien-Spezies. Und deswegen haben beide, glaube ich, auch blaues Blut. So, aber von denen hören wir bestimmt später noch mehr, wenn wir hier mal dran vorbeigehen, denn sie heult sich ein bisschen bei ihrem Freund aus. Wir reden aber erstmal mit dem CineIQ-Vertreter. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Würden Sie gerne eine bestens ausgebildete quarianische VI-Programmiererin einstellen? Wenn Sie eine Bewerbung einreichen, werde ich... Moment. Reden Sie von der Sklavin? CineIQ kauft keine Sklavenarbeit. Die Citadel macht dann schon genug Druck, ohne dass wir Praktiken anwenden, die der Rat ablehnt. Offen gestanden stellen wir zurzeit praktisch gar nicht ein. Der Geth-Angriff auf die Citadel hat die Begeisterung für künstliche Intelligenz massiv gedämpft. Es kommt mir so vor, als wäre CineIQ um seinen Ruf besorgt. Die Anstellung der Quarianerin würde dabei sicher helfen. Der Kauf einer Sklavin nützt unserem Ruf? Wie kommen Sie denn darauf? Kaufen Sie den Vertrag, abzüglich der Gebühr für vorzeitige Freilassung, dann lassen Sie die Quarianerin frei, beschäftigen Sie weiter und pfänden als Abzahlung einen Teil Ihres Lohns. Die Migrantenflotte wäre dafür sicher dankbar und würde wahrscheinlich auch mehr von Ihnen kaufen. Interessant. Wir stehen gut da, weil wir eine Quarianerin eingestellt haben und wir können sagen, dass wir aus Nächstenliebe Sklaven befreien. Also gut, ich lasse einen Vertrag aufsetzen. Das Direktorium wird sich in die Hose machen, aber wir brauchen dringend gute Publicity. Allerdings muss die Quarianerin ihren Job wirklich beherrschen. Na, da hat Shepard ja mal eine richtig gute Idee gehabt, muss ich sagen. Das war gar nicht mal so dumm. Ein schöner Winkelzug und die Quarianerin kommt frei. CineIQ hat gerade den Vertrag geschickt. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich helfe immer gern. Hier, für Ihre Mühen. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Ich muss diesen Arbeitsvertrag übermitteln. Danke. Diesmal halte ich mich aus allem Ärger raus. Und Quarianern helfe ich sowieso immer gern. Denn die haben es wirklich nicht einfach. Und das sind... Ach, ich mag den Junggesellenabschied. Das Gespräch mit denen ist super, weil da rauskommt, dass Asari für jede Rasse im Prinzip anders aussieht. Und das stellen die hier auch erst fest. Die sind alle schon besoffen und feiern einen Junggesellenabschied, wo jeder Teilnehmer einer anderen Spezies angehört. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir hier sind. Salarianer heiraten nicht. Meine Familie hat lediglich einen Fortpflanzungsvertrag ausgehandelt. Wie auch immer. Näher kommt ihr Jungs nie an eine Hochzeit ran und deswegen kriegen sie einen Junggesellenabschied. Ende der Diskussion. So, müssen wir noch ein bisschen weiter reinhorchen. Also wir merken schon, die Salarianer, bei denen gibt es keine richtigen Hochzeiten. Da gibt es einfach nur Verträge, die unterschrieben werden und das ist ein bisschen unromantischer, das Ganze. Aber gut, Salarianer sind halt sehr wissenschaftlich geprägt, die sind sehr, ja, die sind nicht so romantisch, die sind eher auf Logik basierend, ne? Ich verstehe das nicht. Menschen feiern Eheverträge, indem sie sich der Versuchung der Untreue aussetzen. Das ergibt keinen Sinn. Beruhigen Sie sich mal. Blamieren Sie mich bitte nicht vor der Stripperin. Wie ist das bei Turianern? Gibt es da auch sowas? Ich bin nur wegen der Drinks hier. Ich muss sagen, die Nummer mit dem Junggesellenabschied und in eine Stripbar gehen habe ich auch nie verstanden. Habe ich selbst auch nicht vor meiner Hochzeit gehabt. Liegt aber vielleicht auch einfach daran, dass ich nicht das übelste Partybeast bin. Vielleicht kommt es daher. Ich weiß es nicht. Sie haben gesagt, zu Junggesellenabschieden würden nur die engsten Freunde eingeladen. Wir sind aber lediglich Arbeitskollegen. Das aber schon seit 5 Jahren. Und sind Salarianerjahre nicht sowas wie Hundejahre? Schön. Okay, also das ist beleidigend. Den fand ich gut, muss ich sagen. Ich weiß die Geste wirklich zu schätzen, aber mein Volk hat anders als die Menschen nicht mal einen Sexualtrieb. Ja, klar. Sehen Sie sich das mal an. Mann, jeder steht auf die Asari. Jeder.
Aber wir pflanzen uns fort, indem wir... Meine Güte, sie ist überaus geschmeidig. Sie haben aber unglaublich hässliche Anzüge an. Warum haben die Stripper immer solche komischen Anzüge? Ich weiß ihren Tanz aus ästhetischer Sicht durchaus zu würdigen, aber ich verbinde damit kein Gefühl des... Sie ist wirklich sehr schön, blau. Also wenn ich da nur hinsehe, tun mir schon die Beine weh. Dabei ist es bei mir normal, wenn die Knie sich so bewegen. Es ist nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Eigentlich ist es... Kann es sein, dass es hier drin ziemlich warm ist? Okay. Sehen Sie das Ding da? Die kleine Delle in Ihrem Bauch? Man nennt das Nabel. Menschen und Asari haben sowas. Und Sie werden später am Abend noch daraus trinken. Hygienisch ist das bestimmt nicht. Darum geht's nicht, Mann. Ich verstehe ja, warum ich Asari attraktiv finde. Aber wieso geht das den Menschen genauso? Die sehen doch aus wie Salarianer. Was? Die sehen eher aus wie wir. Keinerlei Ähnlichkeit mit Salarianern. Wirklich gar keine. Sie sind beide im Unrecht. Asari sehen aus wie blaue Turianer. Man beachte nur den Kopfrand. Moment. Sie glauben doch wohl nicht, dass die unseren Geist beeinflussen, damit wir sie attraktiv finden, oder? Seien Sie still. Sonst vermiesen Sie mir die Asari. Und das, wo es auf Ilium doch so wenig turianische Frauen gibt. Ja, vielleicht ist es das auch schon mal aufgefallen, wir haben bisher noch keine einzige weibliche Turianerin gesehen. Es wird aber eine geben. Im dritten Teil gibt es ein DLC, das heißt Omega, und da werden wir uns wieder nach Omega begeben und dort werden wir tatsächlich mit einer Turianerin an unserer Seite kämpfen. Und man sieht ja auch tatsächlich an, dass sie weiblich ist. Also es ist erstaunlich, aber man kann einem Turianer wirklich ansehen, ob er männlich oder weiblich ist. Also es würde sicher nicht schaden, sich noch einen Tanz anzusehen. Das ist die richtige Einstellung. Solange ich die Drinks nicht bezahlen muss. So, ich muss ja sagen, bis zu diesem Zeitpunkt, als das Omega DLC rauskam, dachte ich ja immer, dass man Turianern es einfach nicht ansieht, ob sie Männer oder Weibchen sind. Aber tatsächlich kann man das doch. Es ist nicht wie bei Zwergen im Herr-der-Ringe-Universum, wo alle Bart tragen und deswegen man nie weiß, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir hier sind. Salarianer. Okay, jetzt sind wir durch. Meine Familie hat lediglich einen Fortpflanzungsvertrag ausgehandelt. Dann lassen wir die mal weiter feiern. Das wollte ich euch bloß nur zeigen, weil ich den ganzen Dialog einfach großartig finde eigentlich. So, und hier haben wir noch eine ganz großartige Barfrau, denn diese Asari stammt von einem Kroganer ab und das hat Auswirkungen auf ihren Charakter. Willkommen im Eternity. Ich bin Athita, Asari-Matriarchin und Barfrau. Was darf's denn sein? Sie sind eine Asari-Matriarchin? Ich dachte, Matriarchinnen wären als angesehene Beraterinnen tätig. Stimmt. Und genau das mache ich auch hier in der Bar. Ich weiß, da erwartet man was anderes. Aber auf Tessia wollte niemand auf meinen Rat hören und deshalb bin ich jetzt hier. Mein Vater war ein Kroganer, der in den Rachni-Kriegen gekämpft hat. Und meine Mutter war bei den kroganischen Rebellionen dabei. Ich habe so ziemlich alles gesehen. Ihre Mutter hat in den kroganischen Rebellionen gekämpft? Ich weiß nicht, ob sie wirklich gekämpft hat. Sie war Späherin, Scharfschützin und hat ein paar Raumstationen in die Luft gejagt. Spezialeinheit und so, Sie wissen schon. Für besondere Abende mit meinem Vater hat sie ihre alte Lederuniform angezogen. Bei der Göttin war das peinlich. Wenn ihre Mutter in den Rebellionen gekämpft hat und ihr Vater Kroganer war, gab es deshalb doch sicher Spannungen. Sie lernten sich erst ein paar hundert Jahre nach der Sache mit den Turianern und der verdammten Genophage kennen. Soweit es die beiden anging, waren sie einfach nur Krieger. Vater hat geprahlt, Mutter sagte nichts. Mutter war selbst Matriarchin und Vater fast schon 1000, als die Wahrheit herauskam. Schön. Was ist passiert, als er es herausgefunden hat? Ich war knapp 100 und wackelte in einer schmierigen Bar mit dem Arsch. Sie haben mich angerufen und gesagt, dass sie es jetzt austragen würden und dass ich den Überlebenden lieben sollte. Das war dann ganz einfach, weil beide dabei umgekommen sind. Familie? Nicht mehr als ein gewaltiger Tritt ins Eierquartett. So kann man seine Probleme auch lösen. Ich finde auch den Satz schön, ein gewaltiger Tritt ins Eierquartett. Sowas sagt nur ein Kroganer, weil nur Kroganer 4 Eier haben. Sie sagten, Ihr Vater hätte in den Rachni-Kriegen gekämpft? Ja, als er noch jung war. Er hat immer gerne seine Kriegsnarben rumgezeigt. Kroganer finden sowas sexy. Ich stehe ja mehr auf Ärsche. Als ich ein kleines Mädchen war, hat er mir immer von der Landung auf diesem giftigen Planeten erzählt und wie er eine Rachni-Königin zu Brei zerstampft hat.
Die Wissenschaftler sagen, es sei Quatsch, dass uns genetisches Material vom Vater vererbt wird. Aber von seinem losen Mundwerk habe ich wohl doch einen Teil abbekommen. Ich glaube auch, und deswegen wird sich wahrscheinlich keiner auf Tessia haben wollen, nehme ich an. Denn die Asari können, glaube ich, nicht so gut mit dem Temperament eines Kroganos. Warum serviert du eine Matriarchin in einer Bar Drinks? Das ist besser als das, was die meisten anderen Matriarchinnen machen. Bei der Sache mit Saren und seinen Gath vor ein paar Jahren haben sie jedenfalls total versagt. Ihre Schiffe hingen mit blankem Arsch im Weltraum, als Saren das Feuer eröffnet hat. Ohne die Menschen wären wir damals alle draufgegangen. Und ich habe sie gewarnt. Hab den Leuten auf Tessia gesagt, was sie erwartet, aber sie wollten es nicht hören. Was wollten sie nicht hören? Dass Kunst, Philosophie und politischer Einfluss nicht ausreichen würden. Man kann keine einzige Asari-Lebensspanne hinter sich bringen, ohne dass irgendwo ein großer Krieg ausbricht. Wir müssen unsere Töchter früher an die Arbeit gewöhnen und dürfen nicht zulassen, dass sie ihre wilde, jungfräuliche Phase als Stripperinnen oder in Söldnertrupps verbringen. Als ich dazu geraten habe, neue Massenportale selbst herzustellen, wurde das mit einem höhnischen Lachen abgetan. Warum serviere ich jetzt Drinks? Schade, denn eigentlich ist das nicht ganz falsch, ne? Also, ich meine, selbst bei den Menschen ist es ja so, dass eigentlich keine Lebensspanne vorübergehen kann, ohne dass irgendwo ein größerer Konflikt ausbricht. Und da haben wir jetzt im 20. Jahrhundert und jetzt auch im 21. dann schon, also im ausgehenden 20. Jahrhundert, sag ich mal, und im 21. jetzt schon eine Phase erreicht, wo die ganz großen Kriege nicht mehr stattfinden, weil sich eben viele Völker zu Bünden zusammentun und deshalb in den Gebieten doch Stabilität herrscht. Wenn man sich dann überlegt, dass die Asari doch 1000 Jahre und älter werden, dann kann man sich schon vorstellen, klar, findet irgendwo in der Galaxie immer ein größerer Konflikt statt, sicherlich. Aber eigentlich ist es schon seltsam, dass die Asari nie auf die Idee gekommen sind, selbst mal Massenportale zu bauen. Denn ich könnte mir vorstellen, dass sie früher oder später bestimmt es hinbekommen hätten, die Technologie zu entwickeln dafür. Die Proteaner haben es ja auch geschafft mit der Röhre. Wie ist das eigentlich, wenn man fast 1000 Jahre lang lebt? Voller Gewalt. Kriege brechen aus, Kolonien werden zerstört. Manchmal gibt's auch gute Nachrichten. Wie etwa, dass die Kolonie auf Pharos überlebt hat. Aber das sind Ausnahmen. Frieden findet man nur, wenn einen jemand in den Arm nimmt. Turiana, Elkor, Hanar. Ich hatte sogar mal eine reinblütige Tochter. Ich war der Vater. Hat nicht funktioniert. Eines Tages wacht man dann mit einer Matriarchinfigur auf. Und alle anderen sind so jung, dass sie nicht mal mehr wissen, wie Quarianer ohne Anzüge aussehen. Sehr schön. Würde mich aber auch mal interessieren. Würde ich gern sehen. Beziehungsweise, ich glaube, wir werden es sogar am Ende von Mass Effect 3, wenn ich das richtige Ende wähle, sehen. Denke ich. Glaube ich. Ja, es kommt aufs Ende an. Ich glaube, ich werde euch bei Mass Effect 3 dann sowieso mehrere Enden zeigen. Zumindest die, die ich gut finde. Okay, das war's also erstmal mit der Barfrau. Danke, dass Sie mir davon erzählt haben. Dafür bin ich ja da, Schätzchen. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Ich sehe mich nur um. In Ordnung. Aber essen Sie nicht die Nüsse in den roten Schalen. Die sind für Turianer und Quarianer. Sie bekämen davon Krämpfe. Ich sag ja, die essen anderes Zeug, die Turianer und Quarianer. Ja, und es ist interessant, dass die Asari sogar mit Elkor rummachen. Der dich respektiert. Jemanden, der dich anständig behandelt. Ich denke, ich werde wohl eine Weile mit niemandem mehr ausgehen. Nein, das darfst du nicht. Lass dir nicht von einem Menschen alles vermiesen. Es ist immer dasselbe. Oh, sie könnte krank werden. Sie ist verletzlich. Ich frage mich, wie sie wohl unter dem Helm aussieht. Du wirst schon jemanden finden, der dich so mag, wie du bist. Vielleicht sogar jemanden, der das gleiche essen kann wie du. Tja, denn ich glaube, er will mehr als bloß ein Freund für sie sein. Okay, wir gehen aber erstmal hier rüber, denn hier drüben können wir erstmal mit Lanteia reden. Und Lanteia ist ja der Startpunkt für Mirandas Gefälligkeitsquest. Miss Larson, es freut mich, dass Sie es geschafft haben. Es gab Komplikationen. Was ist passiert? Ist mit Orianna alles in Ordnung? Es geht ihr gut, aber Sie haben einen Mann namens Niket als vertrauenswürdige Quelle angegeben. Er hat mich kontaktiert und davor gewarnt, dass Ihr Vater Eclipse-Söldner losgeschickt hat, um hier aufzuräumen. Er hat angedeutet, dass die Söldner nach Ihnen persönlich Ausschau halten würden. Deswegen hat er vorgeschlagen, Orianas Familie selbst zum Terminal zu bringen. Sie haben Niket bisher gar nicht erwähnt. Er ist ein Freund. Wir kennen uns schon sehr lange. Kommt noch jemand Ihrer anderen Kontakte auf Ilium mit, Miss Lawson? Nein. Ich traue bei dieser Sache nur Ihnen und Niket. Welche Informationen haben Sie über die Söldner? Sie sind von Eclipse, das wurde bestätigt.
und sie arbeiten für eine Organisation, vor der uns Miss Lawson gewarnt hat. Ich könnte die Behörden verständigen, aber bisher haben sie nichts Illegales gemacht. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Wir kümmern uns selbst darum. Es ist Ihre Schwester, Miranda. Wie wollen Sie verfahren? Lantea, wir befolgen Nikets Vorschlag. Shepard und ich nehmen den Wagen und ziehen Ihre Aufmerksamkeit auf uns. Nikett soll die Familie zum Shuttle eskortieren. Geben Sie ihm vollen Zugriff auf den Reiseplan der Familie. Nur zur Sicherheit. Verstanden, Miss Lawson. Der Plan lautet also, dass Eclipse uns abschießt, während Ihre Schwester in Sicherheit gebracht wird? Eclipse hat bestimmt Befehl, meine Schwester lebend beizubringen. Sie werden nichts riskieren, das uns töten könnte. Eclipse wird wohl kaum alle seine Leute schicken, nur um sie aufzuhalten. Wollen Sie Nikett nicht Verstärkung mitgeben? Nikett kann auf sich selbst aufpassen. Außerdem würde bewaffnete Verstärkung nur die Aufmerksamkeit auf ihn lenken. Bereit, wenn Sie es sind, Miranda. Danke, Shepard. Ich weiß das zu schätzen. Ich hatte nicht mit Eclipse gerechnet, aber die noch weniger mit Ihnen. Na dann wollen wir es mal drauf ankommen lassen. Also wir spielen jetzt sozusagen die Ablenkung und müssen zusehen, dass Nikett, wer auch immer das ist, den werden wir noch kennenlernen in diesem Quest, das Mädchen da rausbringt. Beziehungsweise ihre Familie. Okay, Miranda steht fest. Wen nehmen wir denn als zweites mit? Da werde ich jetzt vielleicht mal nicht Tali nehmen, sondern ich glaube, ich nehme mal Mordin mit. Ich glaube, das könnte ganz gut klappen. Wir werden sehen. Okay, los geht's. Bei denen gibt's doch, bei Mordin kann ich noch ein bisschen was auf den salarianischen Wissenschaftler geben. Bei Miranda ja nicht, die habe ich ja vorhin schon ausgegeben. Und damit können wir eigentlich starten. Ab geht's.